Der Flughafen von Sarajevo kann voraussichtlich bald wieder geöffnet werden. Die serbischen Verbände sollen das Gelände am Abend geräumt haben. Den ganzen Tag über war der Abzug der Serben immer wieder gemeldet und dann dementiert worden. Des langen Wartens am Flughafen von Sarajevo. Obwohl die serbischen Soldaten heute ihren längst versprochenen Abzug in die Tat umsetzten und mit Sack und Pack das Flughafengelände verließen, scheiterte die endgültige Übergabe wieder einmal an den Feuergefechten, die sich die bosnische Territorialverteidigung und die serbischen Panzer lieferten. Die Frist von 48 Stunden Feuerpause, die UN-General McKenzie für die Übernahme gestellt hatte, ist bisher nicht eingehalten worden. Und so blieb der Flughafen auch heute gesperrt. Zwei französische Transportmaschinen, die in Split zwischengelandet waren, stehen dort noch immer mit den hier so dringend benötigten Hilfsgütern. Die UN-Soldaten bereiten sich unterdessen weiter auf die Übernahme vor. Und am Abend war es dann endlich soweit. Die Blauhelme konnten ihre Flagge hissen. Obwohl man hier nahezu ununterbrochen das Rattern der Maschinengewehre und die Einschläge von Granaten hört, sind die Menschen hier in Sarajevo der Meinung, heute war ein eher ruhiger Tag. In der Tat haben wir gestern Abend bereits den Abzug von einem Teil der serbischen Armee gesehen. Gespannt warten die Menschen deshalb heute auf die Entscheidung des Weltsicherheitsrates in New York. Zur Sicherung des Flughafens hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Abend beschlossen, rund 1000 Blauhelme nach Sarajevo zu entsenden. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Ghali von beträchtlichen Fortschritten gesprochen, die es bei der Übernahme des Flughafengeländes durch die Friedenstruppen gegeben habe. Ultimaten müssen nach Ablauf unverzüglich in die Tat umgesetzt werden, sonst verliert der Absender an Gesicht und die Drohung an Gewicht. Dieser alten politischen Einsicht folgte heute der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nachdem deren Generalsekretär Boutros Ghali die Serben Freitagabend aufgefordert hatte, innerhalb von 48 Stunden den Flughafen von Sarajevo freizugeben und ihre dort versammelten schweren Waffen unter die Kontrolle der UN zu stellen. Durch die Zusage der Vereinigten Staaten, die Pläne des Generalsekretärs zu unterstützen, bekam das Ultimatum jenes politische Gewicht, das die Serben schließlich zum Rückzug zwang und den Weg frei machte für eine Besetzung des Flughafens durch Truppen unter dem Oberbefehl der Vereinten Nationen. Freilich, die Amerikaner werden sich mit eigenen Bodentruppen an dem Unternehmen nicht beteiligen wollen. Es ist Wahljahr und tote GIs würden die Wahlchancen des ohnehin angeschlagenen Präsidenten weiter verringern. So werden die Kanadier vorerst die Hauptlast tragen müssen. Aber wenn deren Kontingent nicht ausreicht, werden die Europäer nicht umhin können, eigene Truppen zu schicken.